Unerfahrene Zuschauer würden jetzt sagen, boah, was ist mit seinem Bauch los? Das kann doch nicht gesund sein. Das nennt man die Vakuumpose. Die Vakuumpose ist bei euch in der Klasse, in der Classic-Physik-Klasse, recht beliebt, begehrt. Ist das eine Pflichtpose? Also Classic Bodybuilding, sorry. Classic Bodybuilding ist es keine Pflichtpose, aber ist mir auf jeden Fall eine Pose, die mir sehr, sehr gut gefällt. Macht halt das Ganze, die ganze Linie halt deutlich schöner und ja, deswegen mache ich die auch sehr gerne, ja. Jetzt haben wir uns vor circa 4 Wochen, du warst bei der Junioren auch mit dabei, ne? Ja. Wie ist es da nochmal gelaufen für dich? Da ist es sehr gut gelaufen, hab da die Classic Bodybuilding komplett gewonnen und dann halt auch auf der NRW-Meisterschaft bei den Männern 2 Wochen später den Gesamtsieg dann geholt, ja. Ja, also ich persönlich würde sagen, dass der Weg gar nicht mal so schlecht ist, weil jetzt internationale deutsche Meisterschaft, bist du auch Klassensieger geworden. Ja. Jetzt hat es allerdings leider nicht für den Gesamtsieg gereicht. Leider nicht, ne. Und da muss ich jetzt auch nachhaken, da bin ich jetzt der fiese, böse Reporter. Du warst ganz schön angeschlagen gerade. Boah, ich war wirklich sehr, sehr kaputt. Aber jetzt gerade ging's noch. Hätte ich gerade vor der Vorrunde gesehen, da war Koma. Da war ich Koma. Ich habe gerade gesehen, also dann muss ich das jetzt nochmal genauer nachfragen. Warst du jetzt gerade sehr enttäuscht, dass es nicht für den Gesamtsieg gereicht hat? Also ich war halt irgendwo natürlich schon enttäuscht. Also erstmal war ich super, super happy, dass ich erstmal den Klassensieg geholt habe. Aber dann, wenn es halt erster geklappt hat, will man halt auch irgendwie wieder ein bisschen mehr. Den Gesamtsieg wäre halt echt, wäre Hammer gewesen, wirklich absoluter Traum. Das war halt eigentlich auch mein Ziel, als ich hingekommen bin. Also ich gehe halt schon zu einer Meisterschaft wirklich, um eine Top-Platzierung oder halt den ersten Platz zu machen. Aber das Teilnehmerfeld war echt richtig, richtig stark, wirklich Hammer. Deswegen war ich schon super zufrieden jetzt auch mit dem Klassensieg. Gesamtsieg wäre natürlich echt super gewesen, wäre es nochmal on top gekommen, das war halt echt mein absoluter Traum. Aber ich gönn's ihm auf jeden Fall, er sah echt super aus. Und ja, wir sind ja beide noch Junioren, dann hoffe ich mal, dass wir noch ein bisschen Zeit als Männer zusammen verbringen und dann hoffe ich mal, dass ich noch eine Revanche bekomme, ja. Du hast allerdings, ist meine persönliche Meinung, du hast jetzt gerade nach der Bühne einen anderen Pokal noch bekommen, sag ich mal. Gerade wenn Leute so wie Erich und hast du nicht gesehen, alle drumherum, Leute, die Erfahrung haben in dem Wettkampfsport, in der Szene, wenn die so über dich reden, wie sie gerade gemacht haben, dann glaube ich, ist da noch viel, viel, viel drin, was wir später uns mal im Internet anschauen dürfen von dir. Gibt es denn schon eine Planung für die nächsten Starts? Boah, also eine richtige Planung jetzt noch nicht wirklich. Das ist jetzt meine 3. Saison in Folge. Also war ja eigentlich meine Debütsaison in einem Classic Bodybuilding. Ich habe vorher immer die Men's Physik gemacht, war sogar kurz davor, nochmal die Men's Physik jetzt diese Saison zu machen. Wurde dann doch überredet und ich denke, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Aber jetzt nach der 3. Saison brauche ich echt erstmal mindestens eine Saisonpause. Vielleicht sogar 2, aber na, dann schaue ich mir mal ein bisschen was raus, so vielleicht auch international. Aber erstmal ein bisschen Pause, ja. Warum? Ich guck mal. Nee, bleib bloß in dieser Klasse. Also ich habe gerade mal auf die Beine geschaut, weil, wie gesagt, das müsst ihr euch mal anschauen. Schaut euch die Fotos an, schaut euch die Videos an. Brutale Form, brutale Linie, brutaler Athlet. So sieht's aus. Wir wünschen dir weiterhin viel, viel Erfolg, viel Glück und für heute Abend natürlich nicht so viel jetzt reinschaufeln in den Bauch, weil da gibt es nachher noch ein Athletenbuffet. Ich probiere es. Armin, zieh durch und wir gucken mal, wen wir uns jetzt vor die Kamera krallen. Tschüss. Ciao.